Unseres jungen Kommunikationsmärchen. Es geht gut für dich und den honorablen Herrn Sven Clement für den Depot von einer Proposition de Loi. Herr Clement, du gut. Merci, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das etwas wird im Kontext vom Covid-19. Also, ich meine, das ist keine große Surprise. Nur weil ein paar Mal über Erleichterungen im Bereich von den Loyern geschwärt und ich begrüße noch ausdrücklich das Reglement, die Geholge von der Regierung für die Gerpissemann auszusetzen während der Krise. Ich bin aber der Meinung, dass es damit dann nicht durchgeht mit denen und dass es den Legislator braucht, das tun rezent auch so auch von den Vertretern von den Bayern gewiesen, von den Proprietären gewiesen, braucht eine gesetzliche Basis für die Loyern eine Zeit lang können auszusetzen, wann ihn explizit von dem Covid-19 finanziell betroffen ist. Es geht halt nicht darum, für Schipperinnen die Loyer zu erlösen, es geht nicht darum, für die Loyer komplett auszusetzen für Schipperinnen, es geht darum, für die Leute, die an finanzielle Schwierigkeiten sind, da man da zu entlasten und ihnen eben bis zu 24 Monaten Remboursement anzuräumen. Da man da deposieren, eine Proposition de Loi, die den Lokatären soll ermöglichen, auch an dieser Krise gut dadurch zu kommen. So, merci. Merci vielmals, Herr Clement.